Welches Land verbindest du damit? Asien. Das ist kein Land. Darf oder könnte man da jemanden auf dem Arsch hauen? Kann man das ablecken? Heute geht es darum, die Imposter unter uns zu entlarven. Zu den Regeln. Jeder Spieler erhält ein Wort auf seinem Handy. Doch aufgepasst, zwei Spieler sehen das Wort nicht. Stattdessen steht auf ihrem Bildschirm nur das Wort Imposter. Diese müssen versuchen, es sich nicht anmerken zu lassen, dass sie das Wort eigentlich gar nicht kennen. Spieler Nummer 5. Digga, fällt mich durch. Hast du schon mal Berührungspunkte damit? Ja, hatte ich. Spieler Nummer 7. Bockt es? Nicht so doll. Spieler Nummer 2. Muss man das lernen? Nein. Spieler Nummer 6. Welche Farbe verbindest du damit? Rot. Spieler Nummer 4. Wie viele Buchstaben hat das Wort? Nein. Nein, Kennt deine Mutter dieses Wort? Ich würde sagen, nein. Spieler Nummer 3. Gibt es das in diesem Raum hier? Ja. Spieler Nummer 2. Bist du es? Nein. Spieler Nummer 4. Wie oft hattest du in der letzten Woche Berührung damit? Letzte Woche? Schwer zu sagen, aber ich glaube, hatte ich auf jeden Fall. Spieler Nummer 1. Schwitzt man dabei? Könnte. Aber ich würde sagen, eher nein. Spieler Nummer 6. Wie lange kennst du das schon? Boah, seit 6 Jahren. Aber er ist auch alt, ist unfair. Okay, Spieler Nummer 7. Okay, sorry, dass ich das gesagt habe. Kann man das auch in verschiedenen Lebenssituationen verwenden? Es gibt eine mir bekannte Situation, an der man das verwenden kann. Nur eine, okay. Ich wüsste sonst nicht, wo. Also, vielleicht weiß ich auch einfach nicht. Aber ich kenne es eigentlich nur von so Streamern. 4. Okay. Ich bin auch für Spieler Nummer 4. Wer? Ich weiß schon. Er hat mit 1. Ja, okay. Ich habe direkt gezeigt, damit das nicht heißt. Ich habe wegen ihm gesagt. 1. Spieler Nummer 1. Hauen wir ihn erstmal raus und dann die anderen. Du hast zu lange gebraucht. Boah, wir wissen ja in der Runde nicht, wie viele Imposter es gibt. Ja. Ich habe aber schon. Ich fand die Frage von hier, von dir, komisch. Ach so. Deswegen nehme ich 5. Okay. Gut, ich sage einfach 4. Dadurch, dass Spieler Nummer 1 und 4 gleiche Anzahl an Stimmen haben, müssen sie jetzt Schinkschankschau machen und der Verlierer muss ein Wort sagen, das auf das gesuchte Wort hindeutet, um sich sozusagen freizukaufen. Los geht's. Schinkschankschau. Arbeit. Arbeit? Spiel. Ja, 1. 1. 1. 1. Der andere muss auch ein Wort sagen. Ja, ja. Hab ich das falsch gesagt? Das ist ja nur der Verlierer. Achso, ein bisschen. Hau ab jetzt. Ich glaube, YouTuber. Ja? Ja. Digga, so knapp. Scheiße. Leider nicht, Bro. Das Wort ist Imposter gewesen. Also du selbst. Boah. Also du selbst. Ja, aber es ist doch Arbeit. Wenn du so siehst. Ja, auf jeden Fall. Wenn man weiter denkt. Du musst weiterdenken. Ja. Spieler Nummer 7. Ja. Welchen Akkuratzustand hat das? Was heißt das? Flüssig? Ja, das reicht. Müssen wir okay. Noch weiter sagen. Was heißt Akkuratzustand fest? Was? Fest? Flüssig was? Fest oder gasförmig? Okay. Spieler Nummer 3. Ist es selbst herstellbar? Ja. Ja, glaube ich. Also, ich habe noch nie gemacht, aber ja. Okay. Okay. Glaube ich zumindest. Ja, ja, komm. Okay. Verdächtig. Spieler Nummer 5. Okay. Ja, magst du? Nein, ich mag das nicht. Spieler Nummer 6, welche Farbe
bringst du damit in Verbindung? Weiß. Spieler 1, mit welcher Kultur bringst du es in Verbindung? Kein Land. Oder muss man ein Land? Ja, Kultur habe ich also, bewusst ich gesagt. Die Südländer. Spieler Nummer 4. Glaubst du, du könntest das jetzt einfach benutzen? Benutzen? Als Placement oder als was? Einfach so benutzen. Verwenden. Aber nicht benutzen. Ich weiß nicht, welche. Benutzen, verwenden. Ist das nicht dasselbe? Ich weiß nicht, was der genau von mir will. Ich verstehe deine Frage nicht. Ich könnte jetzt machen. Okay, ja. Ich gehe rein. Spieler Nummer 4. Ich? Die letzte Frage. Deine Frage war so scheiße. Aber wenn du das Wort weißt, dann weißt du ja, worum es geht. Also oha, so. Krass, ja, krass. Du hättest geschickte Antworten können. Mhm, finde ich auch. Ich glaube, wir haben die Spielung nicht mehr zusammen. Aber das war ja richtig, dass er meinte, komische Frage. Ja, die war ja auch irgendwie komisch. Er meinte, ja. Aber wenn er... Guck mal, die Nicht-Spione verstehen das, sozusagen. Und die anderen, die Spione sagen so, ja. Ich check auch nicht, auf jeden Fall. Eigentlich auch 4, aber ich will dich schützen, deshalb 5. Das macht gar keinen Sinn, Digga. weil meine Frage war dumm. Ja, und dann das war aufgrund deiner dummen Frage. Das war so eine 50-50. Das ist ein dumm, Digga! Was hast du nochmal gefragt? Alles gut, Abstimmung erstmal nur. Welche Farben haben wir dafür? Alles gut, sag, nimm 5 oder welche? Ja, sorry. Ich nehm Spieler Nummer 1. Digga, du willst immer jeden, weil deine Frage dumm war. Ja, also du hast mich gewählt, aber er hat weil deine Antwort, Frage scheiße war. Die Frage von Spieler 6 hat er richtig gut beantwortet. Ja, aber es gibt nicht viel, es ist schon ein großer Bereich. Nein, aber das war schon ziemlich genau. Okay, ich nehm 1. Ich nehm Spieler Nummer 7. Weil? Ist nicht weil. Ist weil. Ich muss nicht weil sagen. Was hat der nochmal gesagt? 2 hat mich gefragt, was für ein Aggregat ist. Also bestand. Flüssig? Ich habe flüssig. Und dann wolltest du noch was sagen. Ja, ich wollte es dir erklären. Ja, genau. 33% Chance. Ja, aber es verändert ja den Aggregatzustand. Und dadurch, dass du noch mehr sagen kannst. Ja, ich glaube, Digga, das ist. Es verändert. Ja, sag, wen? Natürlich. Nummer 6. Könnte. Ja. Wie könnte? Nach einer Woche, ja. Ah, ich nehme dich. Also, Digga, ich nehme dich. Ich nehme dich. Ja, was ist das? Ich nehme 5 dann. Ja, ich nehme 5. Ja, was? Du hast mich auch gewählt. Er hat dich auch gewählt. Ja. Ich glaube, wir haben jetzt dann drei zweimal gewählt worden sind. 5 zweimal, 4 zweimal, 7 zweimal. Also, ihr 3 wurde zweimal gewählt. Ja, dann müssen wir jetzt mal Schick-Schack-Schnock, Bro. Wie, ich kann einen kicken? Das ist scheiße, Mann. Ah, Bro. Imposter, Bro. Der Imposter, Bro! Scheiße! Oh shit! Ich hab echt gepennt. Egal, ich hol mich da raus. Das ist aber scheiße, Digga. Da müssen die Imposter aber auf den Wurm es dann gehen. Schon. Okay, wenn man weiter denkt. Döner. Okay. Nichts dazu sagen. Also ich bin dran. Wenn man noch viel weiter denkt. Hör zu! Okay, alles gut. Schaum. Okay, dann sag ich, weil ich denke, ihr kennt alle diesen Clip, Chata. Ein Handy. Ich brauche ein Handy. Kennt ihr das nicht? Ich weiß nicht, aber deshalb... Ach so. Die beiden waren was laberst du? Die beiden fand ich gut. Diese All You Can Drink, ihr kennt das nicht? 7. Welche? Ihr kennt die? Das Ding ist die 2... Ah. Egal, nein, guck mal. Jungs. Wir haben einen Fehler gemacht. Keiner von ihnen ist es. Das ist Nummer 1, glaube ich. Nein, ich sag, es ist 7. Okay, Nummer 2, was ist das? Aber warte, ich weiß nicht, was. Das ist keiner von euch. Ich kenne diese Rattan. Ich kenne diesen Ratar nicht, Digga. Mach also den doch, so. Ich kenne Ratar. Oh mein Gott. Diese Clip, Bruder. Oh. Ja, okay. Ja. Okay. Ich glaube auch keiner. Ja, aber du sagst keiner. Ja, keine Ahnung. Ja. Oder auf den Nummer 7 kennt das Wort. Aber wenn er... Ja, okay, nach 3 Minuten spielen kann ich das Wort. Bild mal jetzt aus! 7. Ich kenn Katan, also den Clip nicht. Ich kenn Katan nicht. Ich kenn das auch nicht, den Clip. Ich kenn den Clip auch nicht, aber du. Was für Arme, du bist so dumm. Hi, hallo, grüß dich. Das ist doch nicht der. Hä? Ja, keine Ahnung. Tut mir leid, es ist halt keiner von euch. Ja, dann nimm einfach ihn ein. 4, sorry. Macht doch keinen Sinn. Macht doch keinen Sinn, aber ja. Jetzt nimm du 6. Achso, ich 5.
Dann haben wir auch alle einen. Ja. Nein. Ich sag gerne noch was. Also ich bewerte nur die Wörter, nicht das, was du danach gesagt hast. Aber weil du hast dich danach gerettet, aber ich nehme trotzdem dich, weil ich kenne den Clip auch nicht. Ich halt kenne nur Köfte. Oder irgendwas mit Köfte sagt. Okay, weiter. Spieler Nummer 1. Ja, es muss eins. Mindestens eins. Ein. Spieler Nummer 1. Ja. Welches Tier bringst du damit in Verbindung? Ich sag nicht mehr. Spiel Nummer 6. Kann man das in der Tankstelle holen einfach? Kaufen? In der Tankstelle? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab's noch nie in der Tankstelle gekauft. Kann ich so sagen? Aber gibt's das da? In Deutschland? Ja. Weiß ich nicht. Hab ich noch nie da gesehen. Aber ich könnte es übersehen haben. Aber ich habe noch nie danach auf einer Tankstelle gesucht oder Bock gehabt. Spieler 3. Was muss man machen, bevor man es benutzt? Das ist richtig gut. Was? Doch, okay. Was muss man machen, bevor man es benutzt? Ja, das reicht mir. Es öffnen. Hä? Schöne Frage. Das ist bei jedem. Aber ich weiß nicht, was du meinst. Doch, versprochen. Ich weiß nicht, was er meint. Weil ich es selber nicht mag. Ja. Aber es ist Spieler Nummer 2. Spieler Nummer 2. Es kann nur er sein. Okay, Spieler Nummer 2. Er hat gar keine Frage bekommen, oder? Noch gar keine hat er bekommen. Dann komm. Oh, Spieler Nummer 2. Der ist doch safe, Digga. Weil diese Aggregatzüge. Wie lange habe ich noch? Achso, Spieler Nummer 2. Kannst du das in jedem Restaurant bestellen? Nein, nur in fernöstlichen. Das hat er jetzt von seiner Frage abgeleitet. Okay. 2. Hä? 2, ja. Was hätte ich denn sagen sollen? Ja, ist gut, 2. Ja, das ist ja. Du, was? Du hast es hergeleitet. Falsch geantwortet. So. Was ist denn da? Wie soll man denn darauf antworten? Ich weiß es. Doch, ich sag 3. Ich sag auch 3. Ich sag 2. Und ich würde auch 2 sagen. Ja, 2 ist aus. Spiel Nummer 3. Ja. Glaubst du, es mögen alle Deutsche? Nein. Ich mag es zum Beispiel, ich bin kein Deutscher. Mögen das aber die Mehrheit der Deutschen? Ich glaube nicht. Ja. Um ehrlich zu sein. Aber es gibt etwas Ähnliches, was sie mögen. das muss Spieler Nummer 1 sein. Ja, sag doch! Spieler Nummer 1. Ja. Was zahlt man so dafür? Ich würde mal sagen, in 5 Euro. Tschüss, Digga, okay, du bist jetzt raus. Spieler Nummer 5. Ja. Glaubst du, deine Freundin könnte das zubereiten für dich heute? Heute nicht, nein. Heute ist Sonntag, Bro. Ich würde sagen, Spieler Nummer, obwohl deine Frage war, 3. Ich weiß nicht, wer sonst Bro. Ist. Spieler 1. Ja. Ja, 1. 1. Ja, okay. Aber jetzt vorbei, oder? Ja. 2. Ja. Ich sag einfach Milch. Ich hätte es Eiland gesagt. Ja. 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 Eiland ist das Wort. Aber dass ihr dieses Ratham-Meme nicht kennt, ne? Der ist im Knast und der will doch einfach nur Köfte spießen. Eiland, diese All You Can Drink. Spieler Nummer 7. Ja. Kann man das essen? Nein. Spieler Nummer 1. Könntest du das jetzt machen? Nicht. In dem Zustand. Spieler Nummer 6. Darf oder könnte man da jemanden auf dem Arsch hauen? Was? Ja. Oh yeah. Richtig gefällt mir. Mhm. Spieler 5. Ja. Kann man das ablecken? Nein. Spieler Nummer 3. Ich begrenze meine Frage. Kennst du jemanden? Ja. Mhm, okay. Spieler Nummer 2. Ja. Hast du sowas schon mal gesucht? Nein. Nein. Besucht auch nicht, nein. Spieler Nummer 4. Mhm. Könntest du speziell das? Ich speziell würde sagen, ich hab's nicht drauf. Spieler Nummer 6. Könntest du mir. Fällt dir direkt eine Zahl ein, wenn du daran denkst? 2. Stark. Stark! Oder die Zahl 2. Oh. Okay. Spieler 7.
Gibt's das auch unter Wasser? Nein. Spieler, es ist so dumm gewesen. Spieler 2? Ja. Geht das in Hamburg? Frag nicht mehr so genau, weil ja. Geht auch. Spiel Nummer 6. 6. Okay. Also eigentlich würde ich 6. 6 hat selber. Spiel Nummer 2? Ja. BMW, Audi oder Mercedes? Warum schreist du aber so? Wieder Audi. Spieler Nummer 5. Wie oft kannst du es im Fernsehen sehen? Nicht oft. Könnte ich jetzt auch nicht oft. Also, das reicht. Spieler Nummer 4. Unter 100 oder über 100? Ich glaube, um 100% sicher zu sein, unter 100. Okay. Wenn ich deine Frage richtig verstanden habe. Kann sein. Spieler Nummer 1. Können das auch Menschen mit Einschränkungen machen? Ja. Spieler Nummer 3. Das stimmt. Glaubst du, man kann da etwas kaufen, damit man es besser machen kann? Das besser würde ich nicht sagen, aber so. Es, ihr wisst. Okay. Er weiß nicht, das Spiel. Er weiß nicht. Wer weiß Spieler nicht. Nummer 1. Ja. Es gibt Spiel nur ihr beiden. Er ist auf einem anderen Weg. Er ist auf einem anderen Weg. Leite ihn den Weg weiter. Okay. Gibt es das oft in Hamburg? Nee, ich würde mal sagen, zwei, dreimal. Im Jahr, im Monat, im Tag? Soll ich so offensichtlich? Ja, okay, im Jahr. Spiel Nummer 7. Mhm. Glaubst du, man könnte das auch mit Autos machen? Nee. Spieler Nummer 2? Ja. Wie viele Fahrräder brauchst du dafür? Boah, gehört dazu. Also, wenn man da Fahrräder zu braucht, dann viele. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das der Plan ist. Das ist vorbei. Zwei. Hä? Die letzte Antwort war echt Rätsel. Aber ich. Auf den, das sind doch drei. Warte! Okay. Ich glaube, ich weiß, was er sagen will. Ja. Aber ich nehme 1. Ich nehme auch safe 1, 2 ist es nicht. Ich, weil, ich glaube, ich weiß, woran er gedacht hat. Ja, ich glaube auch. Nein, ja. Ich. Ah, er ist kurz links von uns. Ich glaube eigentlich nicht, dass es 1 ist. Doch. Was ist? Ich nehme 2, um sicher zu gehen. Ja, 1 muss ich ja nehmen. Ja. Ich wollte leider jemand anderen, aber ich muss. Ich werde nicht. Du hast schon 3, glaube ich. Ja, das ist auch 3. Wie viel hätte ich da? Auch 3. Ah, okay. Achso, ja. Auch? Achso, ja, safe. Aber das ist so scheiße, Digga. Schön, schau, schau. Okay, bezogen auf Hamburg, eine Bank. Okay. Oh! Krass. Ja. Und du? Krass. Eine Filiale. Schwarz. Der war auch gut. Verstehe ich nicht. Ja. Ja, ihr wisst weh. Eins. Spieler Nummer 4. Der macht jetzt 45 Sekunden von Fragen. Ich schwöre auf alles. Hat das was? Das ist die Taktik. Ey, Nachspielzeit. Ich schwöre, ich setze mich für Nachspielzeit ein. Er hat jetzt schon 20 Sekunden nichts gesagt. Was bringt das denn? Dadurch, dass du das nicht weitergeht, man dich nicht fragen kann. Ja. Digga, was eigentlich schon. Nachspielzeit muss. Nein, 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 was für Nachspielzeit? Einfach mehr auswählen. Sonst würde ich fragen. Ja, frag du. Spieler Nummer 3. Besteht es aus 3 Komponenten? Ja, ich glaube ja. Spieler Nummer 4. Muss man da schwimmen können? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ich mach das jetzt nicht, damit ihr wisst. Ja. Spieler Nummer 3. Das ist auch unbedingt. Braucht man seine Hände dafür unbedingt? Ja, für die eine Disziplin. Ja. Oha. Aber der Antwort ist nicht schlecht. Spieler Nummer 3 jetzt. So aus dem Bauchgefühl. Spieler 4.
Ja, drei. Ja, ich wollte eigentlich auch vier sagen. Okay, was machen wir? Oh. Ich habe keine Ahnung. Da, er ist, glaube ich, auf dem Warum? Ja, Digga, wenn ich schon irgendwas. Ich glaube, genau auf das Wort. Ja. Ich check nicht, warum die dich ausgewählt haben. Ja. So, ich weiß auch gar nicht, wer dich gewählt hat. Wer hat dich gewählt? Jetzt ist gerade Triathlon in der Stadt. Triathlon. Triathlon, Marathon, was gibt's noch? Guck mal, Quadrathlon. Ich dachte halt, dass es sowas ist, wo man. Dann ist es nicht. Wo man laufen muss, Ironman. Wo man schwimmen muss und wo man Fahrrad fahren muss. Ja. Was meint der auf die Frage Fahrradfahren? Ich? Okay. Ach so, ob, je nachdem, ob man dafür Fahrräder braucht. Ja, also Triathlon nehmen wir auf jeden Fall. Triathlon? Okay, du hast Triathlon, dann nehme ich. Ja. Marathon. Marathon. Sicher? Also Triathlon und Marathon? Ja. Das ist Marathon. Ja! Krass, Digga. Hey, nice call! Ich dachte, Marathon ist mit Fahrrädern und schwimmt. Digga, Nachspielzeit. Spieler Nummer 7? Ja. Kann man das anziehen? Wenn man weiterdenkt. Wenn man weiterdenkt, kann man das anziehen. Okay. 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 Spieler Nummer 3. Kennst du jemanden, der da arbeitet? Arbeit nicht. Okay. Spieler Nummer. Spaß. 1? Ja. Aus welcher Region kommt das? Asien. Spieler Nummer 6. glaubst du, deine Mutter kennt das? Ja. Krass. Meine nicht. Spieler 2. Ja. Was macht man dabei? Also mit seinem Körper. Soll ich das einfach mal so zeigen? So? Nicht so auffällig, ja. Okay. Spieler Nummer 5. Ja. Kannst du mir eine ungefähre Preiskategorie sagen? Ungefähr um die 50 Euro. Ungefähr, plus minus. Spieler Nummer 3. Hattest du schon mal Berührungspunkte damit? Ja. Spieler 4. Mhm. Wie lange gibt's das schon? Ich würde sagen, für unsere Verhältnisse ziemlich neu. Also schon lange, aber für die Verhältnisse, die wir so kennen, ist das ziemlich neu. Spieler Nummer 5. Ja. 50 Euro. Ja. Okay. Was glaubst du, ist das teuerste, was es da gibt? Das teuerste? Also vom Preis her? Ja. Soll ich jetzt einfach eine Zahl sagen? Oder? Ja, eine Zahl. Ach so, ja, 200. Hm. Ja. Ja, okay, Jungs. Also, ja, was ich sag's fünf, aber ich schwör auf alles, ich wüsste gar nichts, was das heißt. Ja, ich wüsste gar nicht. Ich wüsste auch nicht, was das heißt, bin ich ehrlich. Aber davor hat er erst reingeschissen. Ja, deswegen. Ja, ich würde jetzt auch fünf. Ja, auch du hast reingeschissen. Ja. Auf fünf. Ja. Ihr seid so dumm, Digga. Könnt ihr mich wählen? Sorry. Spiel Nummer 6. Kann man da Ayran kaufen? Was? Kann man da Ayran kaufen? Nein. Nichts damit zu tun. Spieler 4. Ja. Ist es ein. Nee, das ist offensichtlich. Kann man da drauf schauen? Da drauf schauen? Nicht mal, wenn man weiterdenkt. Spieler Nummer 6. Kann man da das kaufen, womit man Eiran macht? Nein. Spieler 3. Gibt's das auch in deinem Land? Digga. Boah. Ich glaube ja. Meinst du jetzt Deutschland oder? Ja, ich meinte das andere Land. Spieler 6. Kann man das drehen? Ja. Boah, krass. Geile Frage. Ja, ist auf jeden Fall nicht. Okay. Spieler 7. Ja. Nachspielzeit. Ich schwöre, Nachspielzeit. Warum gibt es die ganze Zeit Nachspielzeit? Oder weil die Zeit so vorbeigeht. Kennst du einen
Influencer bzw. YouTuber, der dafür bekannt ist. Oh ja, kenne ich. Spieler 1. Welche, du so genau, wenn er Spion ist, ganz klar. Welche Farbe verbindest du damit? Orange. Orange. Gut. Ja, 6. Ja. So, das Benz. Ja. Ja, komm einfach. Hast du eine Idee? Vielleicht. Das hat was mit Asien oder so zu tun. Ich dachte erst mal, man drückt irgendwie drauf. Ja, ich Uhr oder Apple Watch drehen. Apple oder iPhone, eins von den beiden. Aber Orange. Ja, das hat er, glaube ich, nur so gesagt. Orange. Boss Orange. Made in Vietnam? Und ich weiß. Ich weiß, aber. Er meinte Asien, verbindet er damit. Einmal Made in Vietnam. Oder Oranje wegen Holland? Nee, ich sag Apple. Ich sag Uhr. Reiz. Es ist Temu gewesen. Spieler 7. Welches Land verbindest du damit? Asien. Das ist kein Land. Ach so. Ah, scheiße, hab ich wieder falsch gesagt. Ja, warte. Keine Ahnung. China? Spieler 2? Ja. Ist dieses Unternehmen an der Börse notiert? Ja, Spieler Nummer 3. Sind die auch in Deutschland vertreten? Mit Sitz nicht. Okay, aber okay. Mit Aufstehen. Spieler Nummer 6. Ist es eher günstig oder teuer? Eher günstig. Spieler 4. Kann man da Essen bestellen? Nein, definitiv nicht. Spieler Nummer 1, glaubst du, es werden mehr in der EU oder außerhalb? Außerhalb. Spieler Nummer 6, das kann man aber auch Autos kaufen? Nein. Spieler 5, gibt es da von Fernsehwerbung? Boah, ich bezweifle es. Ich gucke kein Fernsehen, aber ich glaube nicht. Sorry. Wie? Dass du kein Fernseher guckst? 6. Nee, also ich wäre jetzt bei 5. Ich? Ja. Okay. Ich bin bei 6. Ich hab gar keine Ahnung. Ja, oder? Aber ich hab 5 und 6. Ich hab gar keine Ahnung. Ich weiß nicht mal mehr, wie man antworten möchte. Ich weiß keine Ahnung. Aber ja, 6. Ich fand ihn eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. Danke, ich habe nicht eine Sache falsch gesagt. Ja. Komisch, dass sie mich fehlen. Vielleicht sind die 3. 4 dann nehmen. Tatsächlich. Junge, 3 Leute haben vor mir 6 genommen. Ja, aber du gehst mit der. Du hast dich angeschlossen als Spion. Ich auf meine Faktenlage einfach mich. Ja, so einfach dieses Anschließen. Ja, was ist mit dem Problem? Keine Ahnung. Wen nimmst du? Einer von denen muss auch sein. Wer hat wie viele Stimmen jetzt? Er hat 3. Oscar 4, oder? Nimmst du 4? Er hat 4? Nee, 3. Ich hatte die 5. Okay. Mhm. 3, also wenn du jetzt. Wenn Oscar jetzt, will noch wissen, was du. Ich nehm 4, nimm auch 4. Du hast 4 genommen. Also er hat so getan, als würde er überlegen. Jetzt habt ihr beide 3 Stimmen. Nein, nur wenn du mich. Hat er mich genommen. Ja, dann nehme ich auch 4, dann höre ich einfach, was die beiden sagen. Das ist so unnötig. Okay, schon. Du musst. Oder? Guck mal, wie er wirklich. Ja, okay, 6. Nein. Nachspielzeit. Ich sag einfach neu. Hä? Konkurrenz. Boah, ich finde beides so scheiße. Ich finde beides jetzt. Find beides ich sag jetzt einfach mal 6. Ich. Aber danach ist 4 schon. Ja, das ist schon vor. Dein Name ist schon reserviert. Es wird kein danach geben. Ich muss leider auch mit 6 gehen. Aber ich glaube nicht, dass du es bist. Auch es? Ich muss auch 6 sagen. Aber danach 4. Weißt du mal schon, oder? Ja. Ich weiß nicht. Doch, ist vorbei. Noch ein? Aber ich hätte nicht, warum hast du ihn gewählt? Aber ich habe auch nicht gesehen, dass er ist. Ich habe nicht mal gesehen, dass der Dings ist. Ach so. Aber was zu Wort ist. Da lässt du gar nicht auf die Schießen. Aber ich weiß gar nicht, was zu Wort ist. Aber ja, ich entweder so. Warte mal. Kann man die Werbung
Ja, dann hilfst du mir ja. Guck mal, entweder... Kann man die Werbung heute im Fernsehen sehen? Ihr seid ekelhafte Menschen. Guck mal, entweder... Ich sag AliExpress. Ja, oder Alibaba oder Shein, habe ich gedacht. Oder eine Elektroautomarke aus China. Aber, nein, man kann keine Autos kaufen. Ach ja, sorry. Und der muss ja ehrlich antworten. Ich sag Shein, ich Alibaba. Sag AliExpress, Alibaba aber, ist das selbe. Aber er meinte Essen. Achso, Essen. Und es ist auf jeden Fall irgendwo an der Börse gelistet. Ja. Warum ist es an der Börse gelistet? Ja, so hättest du anders reagiert, wenn es nicht so wäre. Ich glaube, ja, das muss Alibaba, AliExpress. Ja. Okay, ich sag. Alles einfach. Was? Alles falsch? Nee, dann, ich hab noch nicht gesagt. Ah ja. Das wäre was anderes. Nein, sag jetzt. Weil das war's nicht. Ne? 5. 4. Das ist ja eh egal. 3. 2. 1. Stimmt. Alter, die Spione haben euch einfach manipuliert. Ich höre. Aber das ist das Problem. Was ist denn das? Das ist einfach wieder Timo gewesen. Nummer 2. Mhm. In welchem. Sag es nicht, das ist zu einfach. Fangen die Frage an. Kontinent. Europa. Liegt das? Europa. Spieler Nummer 7. Nachspielzeit. Was willst du da essen? Okay. Essen. Ich sag es jetzt nicht. Ich würde essen. Hä? Okay. Sag jetzt kein Gericht. Das macht dich schon verdächtig. Nein. Sehr sogar. Okay. Spieler Nummer 4. Wie viel würdest du da ausgeben? Ich glaube, ich aus der Gruppe hier mit am wenigsten. Spieler Nummer 3. Würdest du, nur du, spezifisch, so wie du gerade so ein bisschen gehst? Ja. Also, ich würde mich eigentlich. Anders. Ja. Ja. Okay. Deswegen war ja die Frage. Aber ich würde auch so. Okay. Ich würde aber, auch so. Aber eigentlich nicht. Eigentlich nicht so, aber ja. Okay. Ach so, okay. Aber, ja. Spieler Nummer 6. Okay. Gibt es in Hamburg Ortschaften dafür? Ja. Spieler Nummer 1. Warst du an so einem Ort schon mal? Nein. Spiel Nummer 5. Kannst du mich fragen? Frühling oder Sommer? Sommer. Okay. Okay. Spieler Nummer 2. Ja. Kannst du mich fragen schnell? In welcher Preisrange bewegen wir uns? Boah. Ja, von bis. Von bis, aber ich würde jetzt mal sagen im Schnitt. 100? Hä? Oha. Ja. Also, ich glaube sogar noch. Ja, jetzt, du meinst jetzt nur vor Ort? Ja, pass. Ich wollte nicht so. Okay, Spieler Nummer 7. Welche beiden Farben fallen dir dazu ein? Grün. Ja. Und gelb. Ja. Stark. Ja. Ich glaube, ich würde sogar ehrlich sein. Warum? Also cool, ich nehme 7. Okay. Aus Trotz 7. Er musste jetzt. Ja, 100%. Aber warte mal, mit welcher Begründung? Ich hab direkt gemerkt. Er muss gleich mit der Ausführung. Wieso? Ich nehme auch 7. Ich nehme 5. Nimm doch erstmal 1, Digga. Ja, Bruder. Ja, okay, das ist aber 7. Wenn du willst, dass wir einen nehmen. 1 könnte ich schon mal, Bruder, gehen. Gut, dann mach ich. Nö, ich mach dich ja schon auch. Ja. Ist mir ja egal. Aber 7 hat mehr. 7 hat mehr. Wieso denn? 1. 1, 2, 3, 4. Tschüss. Spieler Nummer 5. Ja. Man kann da auch Sex haben. Theoretisch. Ja. Wo kann man nicht Sex haben? Spieler Nummer 4. Wer von uns würde da am ehesten hingehen? Von uns allen? Mhm. 2 Personen. Wir wissen. Wenn man dann überall Sex haben könnte, welcher Ort wäre dann am gelegensten dafür? Wasser. Spieler Nummer 6. Ja. Was haben die Leute an, die da häufig hingehen? Die da häufig hin. Boah. Du musst ehrlich sein. Ehrlich sein. Du musst ehrlich sein. Ihr wisst ja eh schon, dass ich es bin. Eine Hose.
Ja, wow. Klamotten. Ja, okay. Ja, frag. Achso. das ist doch. Ja. Spieler Nummer 4. Würdest du gern mal dahin? Eigentlich nicht. Ah. Aber aus dem Grund schon. Fünf. Ich würde sagen Wempe oder Rolex. Nusret. Das war das Oktoberfest gewesen. Spieler Nummer 5. Gibt es das auch in Europa? Ja. Spieler Nummer 6. Kann man das essen? Ja, das kann man essen. Okay. Spieler Nummer 1. Wir wissen schon alle. Das ist so dumm, ey. Das ist echt dumm, ey. Ja. Das ist so dumm. Mach weiter. Wir wissen schon alle. Spieler Nummer 1. Ja. Hattest du schon mal Berührungspunkte damit? Ja. Spieler Nummer 7. Kann man da auch ein Auto kaufen? Nein. Spieler 2. Welche Farbe verbindest du damit? Achso, so ich? keine, würde ich jetzt so sagen. Spieler Nummer 7. Eher Männer oder eher Frauen? Eher Frauen. Spieler 4. Können das aber auch Männer machen? Machen würde ich jetzt nicht sagen. Aber sonst ja. Spieler Nummer 5. Mhm. Kann man aber, wenn man das hat, ein Auto kaufen. Kann man trotzdem, obwohl man das hat, ein Auto kaufen? Ja. Spieler Nummer 3. Hast du das? Nein. Spieler Nummer 6. Ja. Kann man sich das in den Mund stecken? Nicht nur da, ja. Letzte 10 Sekunden. Mal schnell eine Frage noch. Schnell. Spieler Nummer 2. Würdest du das gerne besitzen wollen? Haben. Hätten. Nein. Ich nicht. Vielleicht andere schon. Fertig. Ja, egal. Okay. Jetzt. Kann man noch drei? Ich kann gar nicht schließen, Digga. Das ist ein wir fangen hier an, Nummer 7 fängt an. Ihr müsst ja zu Ende spielen, wir ne? Wir fangen von 7 an. Wie ihr die beiden ankommt, Digga! Okay, da Nummer 1 so lacht, nehme ich ihn. Okay, die erste Folge von Spieler 7 war richtig. Ja, okay. Ich nehme Spieler 7. Eigentlich müssen sie alle mich dann nehmen. Ja, eigentlich schon. Ich nehme auch Spieler 1. Ja, nimm einer von hinten auf mich! Das macht keinen Sinn. Okay, ja. Das macht keinen Sinn. Wen hast du jetzt? 5. Wen hat 5 genommen? Achso. Dich. Ach, ja. Aber macht Sinn, ich schwör. Ich nehme 5. 6. Du darfst nur 1. Und 7. Warte mal, wenn du nur alles erschöpft hast. Warte, damit wir nicht verlieren, muss ich wissen. Warte mal, er hat ja jetzt schon 2. Ja, deshalb also wir müssen ihn retten jetzt. Oh, hast du schon 2? Nein, ich hab noch gar keinen. Hey, doch, so, ja, wir sind Spione, guck mal, wie die sich absprechen. Okay, dann nehme ich auch 7. Auf jeden Fall. Weil 7 hat jetzt 2. Weil 7 hat 2. Nimm 5. Oder 6. Dann musst du 5 nehmen. Nimm 5. Hä? Und wenn ich jetzt 6 nehme, haben alle 2. Aber ich hab nur einen. Nur sein, ne? Also ich hab noch gar keinen. Wie viel hast du? Du hast 2? Ja, musst du. Du hast auch. Nein, nimm. Was muss er mit ihm machen? Achso, stimmt. Mach doch 3 Schienchen schon. Ja, nee, 7, komm. 7 war auch 7 erstmal. Scheiße. Was war denn das Wort überhaupt? Ja, ihr. Achso, wollt ihr nicht warten? Digga, Temu! Als ob wir irgendwas wissen. Freunde, das war's gewesen mit dem Video. Ein bisschen anders als sonst. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es gefunden habt. Oh. Viele von ihr haben auch ein Video rausgebracht. Das Quartier so nicht. Oskar, ich glaube, du hast auch ein Video rausgemacht. Schaut gerne bei dir vorbei. Unser türkischer Rapper ist auch am Start. Und Hanja Mir auch. Wir sehen uns. Martin, hast du auch? Also, hast du? Türkischer macht er. Fußball.